Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Astronier. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet und wir haben in der letzten Folge verzweifelt versucht, Ammonium zu finden. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, dann klickt jetzt oben rechts aufs I, da gelangt ihr zur letzten Folge und zur gesamten Playlist. Und ich habe festgestellt, wir brauchen Ammonium, denn wir kommen nicht weiter ohne Ammonium, denn wir brauchen Ammonium, um Ammonium, diese Düse zu, Schubdüse zu erstellen. Und, ja. Dafür, und, ja, ich hatte gehofft, dass wir das in der Handelsplattform erhandeln können. Dafür brauchen wir aber, um eine Handelsplattform zu bauen, brauchen wir, Wolfram. Und Wolfram brauchen wir, gibt's nicht auf diesem Planeten, also brauchen wir wieder die Schubdüse, um hier wegzukommen. Ich habe hier gerade mal das, Ding offen. Vielleicht steht hier was zu Ammonium. Die Patchnotes ansonsten. Astronier Wiki. Wiki, so. Ammonium. Müssen wir mal. Wie wird das geschrieben? Muss ich jetzt erstmal. Ja, ist klar. Hallo? Hallo? Diese Seite ist nicht dafür ausgelegt, sie so zu benutzen, wie ich sie gerade. Ach, ich muss dich Astronier auf der Astronier. Auf dem. Ammo. Wie wird das geschrieben? 2M. Ammonium. So? Ach, das ist Ammonium? Oh lol, bin ich dumm. Oh no, I'm so sorry. Oh no. Fuck. Ich dachte, Ammonium wäre ein Manometer. Ja, ich denke, die letzte Folge hätten wir uns komplett sparen können, denn das hier ist Ammonium. Hätte aber meine die Goldene auch schreiben können. Gut, ihr habt es wahrscheinlich geschrieben und seid komplett ausgerastet. Es tut mir so leid. Oh Gott, Gott. Ach jo, denk doch mal nach. Da war ich so erpicht, neue Ressourcen zu finden, ja, dass ich komplett verpeilt habe, dass es Ammonium ja schon ewig gibt. Ich wusste mal nie, wie das heißt. Ammonium. Mensch, das weiß ich jetzt und ich glaube, ich werde es nie wieder vergessen. Oh, es tut mir so schrecklich leid. Tja, es tut mir leid, dass ich euch mit der letzten Folge quasi euer Leben verschwendet habe. Aber... Naja, selber schuld, wenn ihr meine Let's Plays guckt, ne? Also. Oh Mann, scheiße. Das kannst du doch keinem erklären. Das kannst du. Es ist zu spät, Leute. Es ist zu spät und zu warm. Es sind schon wieder 1000 Grad, aber ich kann das Fenster nicht aufmachen, weil ich nicht so rumschreien will. Nachts um 2:30 hier. Hey, lauf weiter. Mit offenem Fenster. Weil ich, dass mein Nachbar mich immer zuraucht, da muss ich ihn nicht immer anschreien. So, Aluminium. Haben wir denn noch irgendwo ein Aluminium? Hä? Daran wird es ja wohl jetzt nicht scheitern. Dort ist ein Aluminium. Super daneben gesetzt. Okay, man baue mir eine Düse. Okay, was Eisen? Exotisch, wüstenhaft und Tundra. Karg, exotisch, Tundra, verstrahlt. Dann würde ich mal fast, wäre ich mal fast für exotisch, wa? Denn das doppelt sich hier. Aber wie fliege ich damit jetzt? Verbrauchsgut. Die kann man nur einmal benutzen. Das heißt, die hocken dann da drüben fest, wa? Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das gefällt mir gar nicht, dass wir da drüben festhocken. Bis wir... Na gut, aber den können wir recht schnell, ne? Dann nehmen wir den mit. Ne, weißt du was? Wir machen das... Doch. Und das Ding... Setzen wir mal dahin. Ne, warte, wir setzen die Batterie dahin. Das Ding dahin. Okay, dann, na gut, das fordern wir jetzt einfach mal neu an hier.
Müssen wir ja sowieso. Zack! Okay, ich brauche auf jeden Fall Aluminium. Und Gemisch. Du bleibst mal schön da. So, ein neues dabei hier. Lauter Zeug. Guck mal, da können wir mal noch eins ertricksen uns. Wo ist denn das Zeug jetzt hier? So, dann so. Okay, dann können wir ja jetzt zu fremden Planeten reisen. Vielleicht sollten wir noch eine Solarzelle mitnehmen. Nein, ein Windrad meine ich. Das lassen wir hier, dafür nehmen wir das mit. So. Oder was macht man einen kleinen Drucker aus Gemisch, ne? Dann nehmen wir lieber. Weiß ich nicht. Den Generator mit. Wir gehen ja auf den exotischen Planeten. Oder nee, dann nehme ich lieber eine Batterie mit. Weil die kann ich nicht craften. So, meine lieben Freunde. Dann lasst uns aufgehen zum anderen Planeten. Finde ich ja interessant, dass es jetzt Wegwerfturbinen gibt. Finde ich wirklich cool. Okay, wir sind ja gerade auf erdähnlich. Exotisch, wo bist du? Ah, ist der wahrscheinlich, ne? Okay, wir warten kurz, bis der Planet da ist. Ja, da ist der exotische Planet. Meine Güte. Endlich. Ich habe jetzt ungefähr, keine Ahnung, 5 Minuten, 6, 7 Minuten gewartet. Ach Gott im Himmel. So, und jetzt finden wir wahrscheinlich nicht mal, was wir brauchen. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Da, 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 da. Exotischer Planet. Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Da. Okay. Also, meine Befürchtung war richtig. Ich wollte nämlich nicht von Planet zu Planet hopfen, weil, wie ihr seht, die Düse ist kaputt. Das heißt, man kann tatsächlich nur einmal starten und landen. Ah, oha. Hier sind neue Sachen. Oh, okay. Neue Bäume. Verrückt. Neue Pflanzen. Ich würde sagen, wir bauen uns dort unten in die Höhle hinein. Irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie ich da runterkomme, ohne drauf zu gehen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss ja auch die Dinger verlegen. Mal gucken, ob wir hier finden, was wir brauchen. Die Bögen sind ja cool. So, ich gehe jetzt erstmal in diese Richtung gucken. Was es hier so gibt. Viel zu forschen auf jeden Fall. Es hängt überall an den Bäumen. Wie eine Plage. Ja, wir suchen ja Wolfram oder so, ne? Okay, okay. Ja, ich weiß, ich habe die Dinger nicht mehr gesetzt. Aber ich wollte jetzt hier mal kurz nur gucken. Okay. Da kommen wir vielleicht runter. Diese Riesenhöhle hier. Ist aber auch sackdunkel hier gerade. Erstmal richtig hinsetzen, damit ich vernünftig was sehe, würde ich jetzt meine Mutter sagen. Junge, setz dich erstmal richtig hin, damit du auch was siehst. Was? Ja, guck mal, hier ist doch ein guter Ort zum da reinkommen, glaube ich. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie führt das nochmal ganz woanders hin. Aber. Opa, du. Ja, komm mal irgendwie so rein. Na, Minion, chill. Null. Na klar. Das war ja klar.
dass ich hier wieder runter segel. Oh, chillig. Ach, guck mal, das reicht auch schon. Da können wir uns den ja sparen. Okay, das ist doch ganz nett hier unten. Dann baue ich jetzt hier mal diese Plattform auf. Baue dort auf diese Plattform dieses Ding hier. Baue dort das hier drauf und das hier auf die andere. Nein, das bauen wir mal hier hin. Was ist jetzt passiert? Was war das? Habe ich irgendwas gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was will ich denn jetzt hier? Bin gerade komplett überfordert. Aber wirklich komplett. Guck mal, ich brauche mal auf jeden Fall Verbinder, damit ich mich hier mal ein bisschen umgucken kann. Guck mal, wir brauchen auch dringend eine Forschungskammer. Wenn das jetzt direkt hier Wolfram ist, dann kriege ich aber einen Lachs, ey. Graphit. Okay. Nein, kein Wolfram, aber fast. Wir nähern uns der Geschichte. Na, was war denn das jetzt? Guck mal, hier ist überall so ein Zeug. Was ist das? Wichtiger ist, wie komme ich da runter, ohne drauf zu gehen? Vielleicht hier lang. Das hört sich nun wirklich nicht so gut an. Ey, 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 ey. Ich sehe die nicht. Da. Nein. Da ist noch so ein Ding. Oh. Wir erstmal den ganzen Scheiß bekämpfen. Bin ja gemein. Sind noch mehr? Krass, aber wie viele hier an der Decke hängen. Komm ich jetzt irgendwie. Oh. Hier so runter? Ohne drauf zu gehen. Okay, ich sollte das nicht so überstürzen. Alter Schwede, was ist hier los? Das ist ja übel. Was zum... Ich sehe ja nicht mal mehr was. Okay, hier kann man auch auf jeden Fall dicke forschen. So, bauen wir uns mal eine schöne Rampe hier. So. Wunderbar. Oh, nein. Okay. Wir jetzt hier unten sind, muss ich erstmal die ganzen Dinger hier beseitigen. Ui. Kann hier irgendwas rausschlagen? Mit dem Dingens. Nee, das ist wieder nur so ein Quatsch. Okay, zu dem da hinten wollen wir. Ah! Hä? Warum kann ich... Okay. Dann laufe ich ihm zu Fuß da kurz hinter. Checke, was das hier alles ist.
Lithium, Metallressource, okay. Sehr interessant, was bist du? Wolfram! Ja, das erste haben wir gefunden, was wir brauchen. Wolfram, Wolfram. Sehr schön. Das heißt, man wird jetzt wirklich, wirklich früher gezwungen, auf andere Planeten zu kommen. Ich würde nie so schnell hier auf den exotischen Planeten gehen, wenn es jetzt nicht wegen Wolfram sein müsste. Ah, okay, hier braucht man aber auch wieder einen Bohrer, um das eigentlich abzubauen. Also man kriegt schon so ein bisschen hier weg. Aber so... Oh, Mist. Ah, Mist. Ja, dann muss ich jetzt mal kurz hier unten liegen bleiben. Ah, nicht abnippeln, nicht abnippeln. Sehr gut. Ist jetzt doof, dass ich schon wieder nichts aufheben kann. Ist aber auch keine Lust. Hier. Ist das ein dämlicher Bug? Ist das ein dämlicher Bug? Na gut, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lang die Folge jetzt ist oder sein wird oder so. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch besten einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo. Das würde mich sehr freuen und mir sehr weiterhelfen. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Thank you.